Was ist das Erste, was euch einfällt, wenn ihr an Samsung denkt? Smartphones, Fernseher, Tablets, Haushaltsgeräte? Eine Firma, die fast 20% des gesamten Wirtschaftsvolumens von Südkorea ausmacht? Aber Notebooks? Die kommen bei vielen eher weit hinten. Dabei baut Samsung sie seit jeher und die Galaxy Books gehören zu den besten Geräten, die zu wenige Leute wirklich kennen. Das liegt zum einen schlichtweg daran, dass Smartphones, Tablets und Fernseher von Samsung so verdammt erfolgreich sind. Zum anderen aber auch an der starken Konkurrenz im Notebook-Markt. Warum sie kreative Windows-Fans vielleicht noch nicht auf dem Radar haben? Weil die Galaxy Books von Samsung bislang vor allem im Ultrabook-Segment positioniert waren. Soll heißen, super kompakt und eben portabel, aber dafür leistungsmäßig nur bedingt an der Spitze. Das ändert sich jetzt mit der Galaxy Book 3 Serie in 16 Zoll. Zwar gehören die noch immer zu den kompaktesten Modellen am Markt, doch nun gibt es sie in Form des Galaxy Book 3 Ultra sogar mit dedizierter Nvidia-Grafikkarte und erstmals im MacBook-Formfaktor 16:10. Damit dringt das Topmodell ins Fern vor, in denen eben unter anderem das MacBook Pro, das Dell XPS 16 oder das Razer Blade Ultra am Start sind. Und da müssen wir natürlich klären, ob uns jetzt der ultimative Laptop-Allrounder mit Windows als Antwort auf Apples großes MacBook erwartet. 400 Gramm leichter, aber trotzdem fast im gleichen Formfaktor kommt das Book 3 Pro daher. Eingabegeräte, Material und Display sind identisch zum Ultra, doch der Aufbau ist eben einige Millimeter flacher und das Gewicht deutlich gesenkt. Ob es der Sweet Spot für alle ist, die auf eine Grafikkarte verzichten können und trotzdem quasi ein MacBook mit Windows haben möchten? Schauen wir mal. Optisch müssen sich Galaxy Book 3 Pro und Ultra schon mal nicht vor der Apple-Konkurrenz verstecken. Ich würde sogar behaupten, dass der schmalere Aufbau und das geringere Gewicht im Vergleich zum klobigen MacBook Pro deutlich gelungener aussehen. Aber bevor Apple-Fanatiker schon die Fackel und Mistgabel herausholen, das ist nur meine Meinung. Geschmäcker sind verschieden und das ist auch okay so. Messbar ist aber dafür eben das Gewicht. Und hierbei sind beide Samsung-Laptops deutlich im Vorteil, wenn man sie eben mit dem MacBook Pro in 16 Zoll vergleicht. Einziges kleines Manko, das Scharnier und die Gummifüße. Zwar lassen sich die Galaxy Books entspannt mit einer Hand öffnen, aber dafür schwingt das Display bei ruckartigen Bewegungen etwas mit. Auch die Gummifüße hielten es auf drei verschiedenen Schreibtischen nicht ganz solide auf der Ablagefläche. Haptisch müssen sich die Galaxy Books sonst auch nicht verstecken. Sie sind extrem verwindungssteif und die Aluminiumoberfläche ist ein echter Handschmeichler. Leider hat sie bei beiden aber auch ein gutes Gedächtnis für Fingerabdrücke. Mit einem feuchten Tuch sind die zum Glück schnell wieder entfernt. Bei den Eingabegeräten lässt sich erneut das MacBook Pro als Tanzpartner heranziehen. Mit dem feinen Unterschied, dass die beiden Galaxy Books eine Full-Size-Tastatur mit Nummernblock in ihrem schmalen Chassis unterbringen. Der Tastenanschlag ist dabei echt spitze. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig, es schreibt sich einfach super angenehm. Längere Texte waren damit gar kein Problem. Ein wortwörtlich kleines Manko sind lediglich die kleinen Pfeiltasten hier. Mir macht das nichts aus, aber nutzt ihr sie ganz viel, dann könnte das vielleicht ein bisschen nerven. Der Schuldige für ihre Form sitzt direkt unter ihnen. Das gigantische Touchpad reagiert super schnell, nimmt aber auch einiges an Raum ein. Ich persönlich mag das echt, da es viel Platz zum Austoben in allen Anwendungen bietet und auch haptisch mit einer richtig tollen Oberfläche die Finger schmeichelt. Damit ist es locker auf dem Niveau von Microsoft Surface Laptop oder eben dem MacBook Pro, den bisherigen Platzhirschen in dem Segment. Es macht dabei übrigens keinen Unterschied, ob wir von Galaxy Book 3 Pro oder Book 3 Ultra sprechen. Beide verfügen über die exakt identischen Eingabegeräte. Nur bei der Webcam unterscheiden sie sich dann minimal. Der Sensor des Ultra hat einen weiteren Dynamikumfang und schafft Videos bis 60 Bilder die Sekunde bei Full-HD-Auflösung. Beim kleineren Pro ist bei 30 Bildern Schluss. Das macht in der Praxis keinen riesigen Unterschied und beide Webcams liegen deutlich über dem durchschnittlichen Windows Ultrabook. Eine Sache, die ich mir gewünscht hätte, wäre eine schnelle Anmeldung via Windows Hello Erkennung und Infrarotkamera gewesen. So klappt man den Laptop einfach auf und wird direkt angemeldet. Hier müsst ihr auf den Power-Button drücken, denn da sitzt ein Fingerabdruckleser, der immerhin richtig schnell reagiert. Ebenfalls Gleichstand gibt es dann bei den Anschlüssen. Beide Galaxy Books sind mit den wichtigsten Ports ausgestattet, die man halt heute so benötigt. Darunter zwei Thunderbolt 4 Anschlüsse, ein USB-C-Port, ein Kopfhöreranschluss, ein MicroSD-Kartenleser und ein HDMI-Anschluss, der neuesten Variante 2.1 wohlgemerkt. Damit lassen sich externe Monitore, USB-Geräte und Speichermedien problemlos anschließen. Ein Ethernet-Anschluss fehlt allerdings, womit ein Dongle oder eine Dockingstation Abhilfe schaffen müsste. Persönlich hätte ich mir auch noch einen vollwertigen SD-Kartenleser gewünscht, da ihr so Bilder und Videos von Kameras schnell herüberziehen könnt. MacBook Pro und Co. führen diesen langsam auch wieder ein. Dank ansonsten sehr schneller und moderner Anschlüsse braucht ihr also nicht zwingend eine Dockingstation mitzuführen, wenn ihr euch für eines der beiden Galaxy Book 3 hier entscheidet. Aber wenn ihr jetzt ein LAN-Kabel oder normale SD-Karten nutzen wollt, braucht ihr sie eben. Ganz kurzes Zwischenfazit. Bislang herrscht also in etwa Gleichstand zu Apples Topmodellen. Haptisch und optisch muss sich Samsung echt nicht verstecken. Nun kommen wir aber zu einem Punkt, bei dem beide Windows-Geräte sogar vorbeiziehen sollten. Dem Display. Samsung setzt als einer der größten OLED-Hersteller auf die AMOLED-Technik, die viele Vorteile gegenüber klassischeren LED- oder LCD-Panels bietet. Jeder der knapp 5 Millionen Pixel leuchtet hier von selbst und kann einzeln an- oder ausgeschaltet werden. Warum OLED-Displays so viel besser sind als ihre Mini-LED-Pendants, erfahrt ihr außerdem im Video hier oben. In der Praxis bestätigen sowohl die Eindrücke im Alltag als auch die Messungen den deutlichen Punktsieg von Samsung gegenüber der apfelhaltigen Konkurrenz. Farben wirken extrem satt und der Kontrast muss live gesehen werden,
da Videos dem tiefen Schwarzwert echt nicht so richtig gerecht werden können. Ebenfalls sehr löblich für Kreative, aber auch alle anderen Nutzerinnen, Samsung hat bereits mehrere vorkalibrierte Profile auf beiden Galaxy Books geparkt. Die könnt ihr in der Windows-Anzeigeneinstellung einfach umschalten und so euren Use Case einstellen. Unsere Messgeräte Spider X Elite zufolge sind alle akkurat in ihren Farbräumen, also Adobe RGB, TCIP3 und sRGB, womit selbst professionellen Arbeiten in Adobe Photoshop, DaVinci Resolve und weiteren Programmen nichts im Wege steht. Nur das Samsung-Profil hat einen etwas kälteren Weißpunkt von 7500K. Die Ausleuchtung ist OLED-typisch hervorragend und das einzige Manko könnte für den Außeneinsatz die spiegelnde Oberfläche der Displays sein. Die maximale Helligkeit liegt mit knapp 500 Nits aber hoch genug, um das ein bisschen auszugleichen. Was ihr jedoch bedenken müsst, wenn ihr euch für ein OLED-Panel unterwegs entscheidet, die Akkulaufzeit hängt stark von den dargestellten Inhalten ab. Habt ihr viele helle Hintergründe auf dem Bildschirm, dann leuchten die Pixel stärker und verbrauchen damit eben auch mehr Strom. Bei dunklen Inhalten werden sie hingegen gedimmt oder ganz ausgeschaltet und sind somit sparsamer. Der Formfaktor ist mit 16:10 ebenfalls dem MacBook Pro nachempfunden. So habt ihr im Vergleich zu herkömmlichen 16:9 Bildschirmen etwas mehr Platz nach oben und unten, was gerade in Kreativanwendungen oder beim Zocken richtig hilfreich sein kann. Beim Medienkonsum müsst ihr allerdings mit kleinen schwarzen Balken oben wie unten Vorlieb nehmen. Die herausragenden Farben und der quasi unendliche Kontrastwert machen das aber wieder mehr als wett. Auch richtig nett, die hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Damit scrollt es sich verdammt smooth durch alle Inhalte und beim Gaming ist es ebenfalls deutlich angenehmer. Displays sind übrigens erneut baugleich in Samsung Galaxy Book 3 Pro und Ultra. Damit kristallisiert sich langsam echt ein Muster heraus, das im nächsten Punkt die eingangs ja aufgeworfene Frage vielleicht beantworten könnte, welches Galaxy Book 3 Pro denn nun für wen geeignet ist. Beide Modelle verfügen auf dem Papier über die neuesten Intel Core CPUs der 13. Generation und richtig schnelle NVMe SSDs. Doch hier fangen die Unterschiede endlich mal an. Das Ultra-Modell sitzt auf einem performanten Intel Core i7 13700H. Als noch schnellere Variante steht auch noch ein Intel Core i9 13900H zur Wahl. Das H am Ende ist hier echt wichtig, denn es bezeichnet die besonders starken Prozessormodelle von Intel. Sie haben eine Basisleistungsaufnahme von bis zu 45 Watt. Damit pflügt ihr regelrecht durch Kreativanwendungen und müsst euch auch vor Games nicht fürchten. Denn die Nvidia GeForce RTX 4050 kann ordentlich abliefern. Dazu bietet sie mit DLSS 3.0 sowie Frame Generation auch neue Kernfeatures bei Nvidia, die für noch höhere Bildraten in kompatiblen Games sorgen. Ist echt ziemlich nett. So ist sogar Cyberpunk auf höchsten Einstellungen und mit dem neuartigen Path Tracing spielbar. In Multiplayer-Klassikern wie Counter-Strike, Global Offensive oder anderen AAA-Titeln wie Shadow of the Tomb Raider sind dementsprechend noch höhere Bildraten von Haus aus drin. Das Book 3 Pro setzt hingegen auf einen Intel Core i5 1340p. Neben der deutlich geringeren Leistungsaufnahme von 28 Watt ist hier auch die Kernzahl deutlich geringer. In der Praxis solltet ihr davon aber bei Browsing oder in Office arbeiten oder auch bei etwas intensiveren Anwendungen wie Photoshop nichts merken. Das Book 3 Pro bewegt sich immer performant durch alles von ihm Verlangte. Aber wenn es um grafische Darstellungen gehen soll, kommt die integrierte Intel Iris Xe-Einheit schnell an ihre Grenzen. Sie zweigt sich unter anderem ihren schmalen 1 GB Videospeicher von dem sowieso schon eher knapp bemessenen 8 GB an RAM, also Arbeitsspeicher des Book 3 Pro, ab. Klar gibt es das Gerät auch mit mehr RAM und anderem Prozessor. Ersteres würde ich allen empfehlen, die vorhaben, mit ihrem Notebook kreativ zu arbeiten. Letzteres ist nicht zwingend nötig, da der Core i5 genügend Reserven hat. Gaming ist aufgrund der schwächeren Grafikeinheit im getesteten Book 3 Pro aber echt nur mit Einschränkungen möglich. Ältere Titel wie CSGO oder Far Cry 4 laufen ruckelig, aber jetzt nicht unspielbar über den schicken Bildschirm. Aber darüber hinaus, grafikintensive Videoschnittprogramme sorgen bei den 8 GB Arbeitsspeicher ebenfalls einfach super schnell für Schluck auf. Eine Sache kann man beim Ultra allerdings bemängeln. Die verbauten Grafikkarten sind zwar schnell, aber werden aufgrund des schmalen Formfaktors von Haus aus an die Leine genommen. Das bedeutet, Samsung begrenzt die Leistungsaufnahme der Nvidia-Grafikkarten auf 60 Watt bis 85 Watt ungefähr im Boost-Modus. Da geht in anderen Gaming-Laptops deutlich mehr. Aber die sind schließlich auch nicht so schlank gebaut wie das Galaxy Book 3 Ultra hier. Und bessere Gaming-Maschinen als Apples MacBook Pro-Reihe sind sie alleine wegen des spielefreundlicheren Betriebssystems auf jeden Fall. Ein wortwörtlich kleines Manko bleibt dann noch bei unserem Testmodell des Book 3 Pro. Es hatte lediglich eine 256 GB SSD. 512 GB sollten heute einfach Standard sein, gerade bei hochwertigen Notebooks, die jetzt nicht gerade günstig sind. Während die SSD also größentechnisch etwas schwächelnd, sind die Akkus bei beiden Ultrabooks richtig gut dimensioniert. 76 Wattstunden reichten in unserem Test sowohl beim Pro als auch beim Ultra für einen vollen Arbeitstag aus. 10 Stunden ohne Steckdosenbesuch waren beim Pro drin, 8 Stunden immerhin noch beim Ultra. Wobei es hier halt auch auf die Displayinhalte ankommt. Je höher die Anzahl an dunklen Inhalten, desto mehr Pixel sind auf dem AMOLED gedimmt und somit läuft dann auch der Akku länger. Schaltet also die ganze Zeit weiße Standbilder bei maximaler Helligkeit an, dann ist die Batterie logischerweise schneller leer. Ebenfalls echt solide die Geräuschentwicklung. Wobei das Ultra-Modell unter Last auch aufgrund der Nvidia-Grafikeinheit natürlich noch etwas lauter wurde als das Pro-Modell mit der verbrauchsärmeren CPU. Nervig hochverkennt wurden aber beide Lüfter nie. Aber bei intensiven Workloads werdet ihr sie auf jeden Fall hören. Das gilt allerdings auch fürs Apple MacBook Pro. Die Lautstärke unter Last liegt in etwa dann auf demselben Niveau.
Hörbar, aber nie nervig und im Alltag auch meistens still. Ein großes Plus bekommt das Ultramodell übrigens für Samsungs Entscheidung für einen zweiten SSD-Steckplatz. So könnt ihr den Speicher kostengünstig upgraden. Das Pro hat das hingegen leider nicht. Kommen wir zum Sound. Und der ist bei Laptops meistens nicht der Hit. Hier wirbt Samsung mit einer Abstimmung durch die österreichischen Audiomeister von AKG, die vor einigen Jahren von dem koreanischen Tech-Giganten nämlich geschluckt wurden. Und ja, so gut wie im MacBook sind die Lautsprecher jetzt nicht, aber im Vergleich zu so ziemlich fast allen anderen Windows-Notebooks richtig gut. Mitten und Höhen werden so nie anstrengend und auf dem Ultra-Modell gibt es sogar einigermaßen ausgeprägte Bässe. Das Book 3 Pro klingt aber auch nicht verkehrt. Eine grundsolide Audio-Performance liefern also beide, die für YouTube-Videos, Netflix-Abende und auch mal gelegentliches Musikhören durchaus ausreicht. Eines der Hauptfeatures der Galaxy Book 3 Serie ist die Software. Und hier fährt Samsung echt voll auf. Und will vor allem eben auch Apples MacBooks mit deren Ökosystem gefährlich werden. Da wären einmal die nice Integration von Samsung Notes, PhoneLink, QuickShare und anderen Apps. Wenn ihr also ein Samsung-Smartphone habt, dann sind die Galaxy Books schlichtweg echt geniale Arbeitspartner für euch, die jetzt einer iPhone-MacBook-Kombo schon echt verdammt nahe kommen. Andere praktische Softwarelösungen sind ebenfalls bei beiden vorinstalliert. Darunter sind der Screen Recorder, Samsung Settings und viele mehr. Aber warum muss ich mir auf 1700 bis knapp 4000 Euro teuren Notebooks eine Testversion der Antivirensoftware McAfee antun? Die fordert euch nämlich relativ häufig mit penetranten Pop-ups zum Kauf der Vollversion auf und das nervt einfach extrem. Bei günstigen Laptops mag ich da ein Auge zudrücken, da die Hersteller durch die Dreingabe den Preis ihrer Laptops ein bisschen niedriger halten können. Aber hier? Das muss meiner Meinung nach echt nicht sein. Zum Glück könnt ihr die Demo einfach deinstallieren und den Windows-eigenen Defender nutzen. Der ist mittlerweile richtig gut geworden und nervt im Alltag auch überhaupt nicht. Und ja, was ist uns sonst so aufgefallen? Also positiv hervorzuheben ist erstmal die sehr kompakte Netzteilgröße bei beiden Laptops und ja, die Verpackung. Samsung hat nämlich komplett auf Plastik verzichtet, was einfach jeder mal so machen sollte. Denn das schont am Ende die Umwelt und vor allem auch mein Gewissen. Also, um auch zu den Eingangsfragen zurückzukommen. Hat es Samsung jetzt geschafft und die Antwort auf Apples MacBook Pro für Windows-User gegeben? Und welches von den beiden Geräten soll man denn jetzt nehmen? Es kommt, wie so oft, darauf an. Wenn euch Eingabegeräte, Portabilität, Akkulaufzeit und das Display am wichtigsten sind, ihr aber auf ein bisschen Performance verzichten könnt, gerade was Spiele oder auch grafikintensive Anwendungen angeht, dann fahrt ihr bereits mit dem Book 3 Pro richtig gut. Das Display wischt mit so ziemlich allen Konkurrenten den Boden, was an der hohen Auflösung, der schnellen Bildwiederholrate und vor allem auch an der AMOLED-Technik liegt. Für Photoshop und Office reicht auch der hier verbaute Intel Core i5 aus. Allerdings würde ich allen zu einer Variante mit mehr SSD-Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher raten, denn damit seid ihr dann einfach zukunftssicherer unterwegs als mit den sehr knapp bemessenen 8 GB unserer Testversion hier. Für das Ultra gelten dieselben Punkte, allerdings ist es etwas schwerer und der Akku hält nicht ganz so lange, aber dennoch meist lang genug für einen Arbeitstag, was bei der gebotenen Leistung mit Nvidia-Grafik schon echt krass ist. Und ihr könnt damit fast alles spielen, was der Windows-Katalog so hergibt. Und im Vergleich zu Apple jetzt, sind beide gerade für Leute mit Samsung-Smartphone die deutlich bessere Wahl. Wenn sie sowieso mit einem Wechsel zu Windows liebäugeln natürlich. Samsung hat es mittlerweile nämlich echt geschafft, den überragenden Komfort des Apple-Ökosystems einigermaßen für die eigenen Smartphones auch auf Windows zu bringen, ohne dabei jetzt alle Nutzerinnen in den goldenen Käfig zu sperren. Für alle anderen, die ein Android-Smartphone nutzen, sind Windows-Geräte sowieso via PhoneLink und Co. deutlich besser zu bedienen. Und falls ihr einfach das Apple-Design cool findet, aber sonst eben auf Windows steht, ist die Galaxy Book 3-Serie meiner Meinung nach die derzeit beste Alternative. Leider, und ja, das muss zum Schluss einfach gesagt werden, orientiert sich Samsung aber auch beim Preis zunehmend an Apple-Produkten. Ja, dafür bekommt ihr eine ebenbürtige Verarbeitung, aber etwas günstiger wäre gerade für das Einstiegsmodell der Book 3 Pro-Serie meiner Meinung nach angemessen gewesen. In Zukunft könnte es da aber bestimmt auch noch einige Rabattaktionen geben. Was haltet ihr denn von dem Vergleich Apple MacBook Pro gegen Samsung Galaxy Book 3? Kann es für Apple-Fans eigentlich überhaupt eine Windows-Antwort geben? Und wenn ja, wie müsste die denn eurer Meinung nach aussehen? Schreibt es mal in die Kommentare und wenn ihr Fragen zu den beiden Notebooks hier habt, dann schreibt sie ebenfalls rein. Und schaut übrigens auch mal im Blogbeitrag unter dem Link in der Beschreibung vorbei. Da könnt ihr beide Testmodelle nämlich gewinnen. Ansonsten macht's gut und bis bald.